Königinnen im Doppelpack. Mitte November können wir König Albert II., Königin Paola und Königin Mathilde von Belgien bei einer Preisverleihung und einem Galadinner anlässlich des 20. Jahrestages von Missing Children Europe in Brüssel bewundern. Königin Paola und König Albert II. Setzen zu diesem Anlass outfittechnisch auf bedeckte Blau- und Grautöne. Nicht so Königin Mathilde. Die 49-Jährige wird mit ihrem Look zum absoluten Blickfang auf der Veranstaltung. Sie erstrahlt in einem dunkelroten Samtanzug. Läutet sie mit diesem festlichen Outfit etwa schon die Weihnachtszeit ein? Eines steht fest, rot ist ihre Farbe. Ob bei einem Konzertbesuch zum Nationalfeiertag oder beim Staatsbesuch in Dänemark vor 5 Jahren. Mit Mathilde und Paola erfreut sich die Veranstaltung gleich zweier Königinnen. Denn im Jahr 2013 tritt König Albert II. Von seinem Amt zurück. Seitdem ist sein ältester Sohn Philippe König der Belgier, wobei ihm seine Frau Königin Mathilde tatkräftig zur Seite steht. Paola, die Ehefrau von Albert II., darf sich dennoch weiterhin Königin nennen. Ein royaler Auftritt, der gleich doppelt Freude bereitet.